Der entscheidende Faktor ist nicht nur, dass wenn man im Wissen um das bereits Verlorensein, das schon einmal Erlebte, man umso übererfolgreich wird, weil man umso tummdreister und mutiger in eine Welt hinausziehen kann, in der man ja nichts mehr verlieren, sondern nur noch etwas gewinnen könnte. Aber das ist nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist, an ihren Früchten, an ihren Werken werdet ihr sie erkennen. Nur der Mensch produziert Werke, Werkzeuge, Erfindungen, Konzepte, Weltvorstellungen, Wissenschaftssysteme, die ihm qua bereits verlorene Existenz und Leben in einer Simulation von nur noch Existieren, in dem er auch nichts mehr zu verlieren hat und seine Zeit ruhig vertrödeln kann, in Nachahmung der großen Rekombinatorik alles auszuprobieren. Und dann, als diese Tüftler all das erfunden haben, den Motor, das Rad, das Feuer, den Pelzmantel und all die sublimatorischen Werke, die gesamte Kultur, die gesamte verdammte Musik als Mathematik der Seele, den Musilschen Mann der Eigenschaften, das Lacan'sche labyrinthische Mosaik, die Freud'sche Entdeckung, dass die Struktur des Geistes gleich der Struktur der Sprachentwicklung ist, vom Ideogrammatischen zum Syllabischen, zum Phonetischen, zum Laut und dann komprimiert zum Buchstaben und am Ende der Darstellungsreihe die Weltvorstellungsbildchen ausgeworfen werden, die dann zurück übersetzt werden müssen in Phoneme, in Signifikanten und dann in Buchstaben zurück eines anderen rekombinatorischen Textes. All diese entsetzlichen Innenverwicklungen, der Kampf von Planck gegen Schrödinger, wobei Schrödinger am Ende natürlich recht behält, aber damit man nichts anfangen kann, man benötigt die Quantelung, die Quantifizierung, die Zerhackung des Wellenfelds, weil nur darin die Mathematik der Proportionen aufscheint, die man messen, die man wie die Anatomie an Körpern anwenden kann, wobei natürlich die gesamte Organisation bereits abgetötet und somit das Ergebnis verfälscht ist, wie am Doppelspaltexperiment sichtbar. Also das Entscheidende ist, dass durch diesen Vorgang der Aufhetzung, der unmöglichen Zerspaltung dieses Schizospalt-Sprechwesens in sein Dasein des Empfinden und dem gleichzeitig wieder aussichtslosen, wieder weg sein müssen, der Entleerung, der Nichtigung, dass dadurch diese Hochspannung erst entsteht, einer Batterie, die all dieses am Ende letztlich als ein kindischer Versuch, die Unsterblichkeit zu bewahren, all diese Werke erschafft, diese Kulturleistungen, schnell nochmal vor dem eigenen Verschwinden, vor der eigenen Aphenesis, vor dem Versinken in den Traum eines nicht aufhören könnenden Falls in ein bodenloses Nichts, schnell nochmal einen Rest, ein Etwas von sich als zu bewahrendes geschaffen zu haben, erschöpft zu haben,
Was schuf der Höchste, ehe er sich erschuf? Ehe er mich erschuf, was schuf der Schöpfer, ehe er mich erschuf? Sich. Und was schuf der Schöpfer, der Höchste, ehe er sich erschuf? Mich. Also dieses Zentrum, des Kulminationspunkt, in dem man selbst der Schöpfer dieser Welt ist, als etwas, das diese Außenreize, die da hereinkommen, dreht, durch 5 Filterstufen jagt, zensiert, zusammensetzt zu einem Bild und dann die eigentliche Weltvorstellung auswirft in einem Geometralpunkt, der sagittal zu der hereinkommenden Vertikalwelle verläuft und deren der mystischen Erfahrung der Zen-Stoiker, die all das verwerfen, indem sie eintreten in die Beobachtung der Phänomenalität als solche, ohne sie zu beurteilen und darüber nachzudenken, in diesem Unificatio Mystica-Punkt, also des Kulminationspunkts der Außenprojektion der Welt, an welchem das sich selber ansieht und das sich selber erkennt im Moment des Projiziertwerdens. Also all diese in sich verschlungenen, wobei es sich um eine einkleinsche Flasche handelt, dass der äußere Rand ist gleichzeitig der innerste Kern. All diese verschlungenen Erkenntnisse, dass man der Projektionsapparat, die Projektionslinse, die Generierung dieser Welt ist und gleichzeitig diese von mir generierte Welt mich wieder anblickt oder mich erzeugt und ich aus dieser Schlange, die sich in den Schwanz beißt, Uroboros, Ureus, nicht herauskommt, aber im Wissen darüber, dass man das weiß und dass man diese Funktion hat und sich dann fragen kann, warum diese Funktion überhaupt zugelassen wurde. Eben deshalb, wie der Anfang sagte, nur so vermochte in diesem Hochrüstungswettkampf das einzig sich Bewahrende, das einzig Ewige, diesen Hochrüstungswettkampf noch mehr zu erweitern und jetzt hier zur Technik, zu den Hilfskonstruktionen, zu den kybernetischen Apparaten zu führen am Ende einer langen Ausziehungsreihe. Wobei dann die Idioten denken, wenn sie wie Borg wären und das verderblich weichfleischliche, vergehrende und durch eine Computerebene ersetzen würden, dann hätte es mit dem Leiden und dem Elend endlich mal ein Ende und das universalere Bewusstsein würde einkehren, wobei sie nicht mal verstanden haben, dass ein Bit, eine Informationsübertragung, nicht ein Sprechen ist. Ein Sprechen, das die Leerstelle des Todes erstmal durchschreiten muss, bevor es überhaupt zu Bewusstsein werden kann. Und nur auf der Matrix von weichfleischlichen, saftigen Pressfunktionsschinken, nein, Formpressschinken mit unglaublichen Silhouettierungen überleben kann. Denn in nicht elastisch-plastischen, anorganischen Kristallgittern lässt sich nichts, was von Bewegung ist und von Hochrüstung dieser Bewegung einspeichern. Ein Hologramm wird nie in der Lage sein, Bewegung zu speichern, sondern nur deren Pixelmuster zu speichern.